Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder bei Voxel Tycoon und haben letztes Mal diesen Zug zu Gange gekriegt. Wenn der es denn ist, weiß ich jetzt gerade nicht, weil da fahren zwei auf der Strecke. Aber das wird schon funktionieren, denke ich mal. Wir hatten ja einiges umgebaut mit den Signalen hier, dass das funktioniert. Ja, da müssen wir gucken, wie wir in dieser Folge weitermachen. Wir haben ja bestimmt irgendwelche Fabriken, die bald bankrott gehen, da müssen wir nachgucken, ne? Hier schaut's Logo und dann gehen wir weiter. So, dann schauen wir doch mal rein. Wer geht denn hier wo bankrott? Da geht schon mal einer bankrott. Der braucht Kupfererz. Haben wir überhaupt Kupfererz? Liefern das schlecht? Wir liefern sogar was an, oder? Okay. Da ist ja nur ein Fahrzeug dann anfahren, oder wie ist das? Sieht wohl so aus. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Fahrzeuge da drauf haben. Wo fährt denn der jetzt lang? Da. So, Logistik. Er muss dahin. Fährt er da auch hin? Ja. Wieso fährt er da hin? Ach, da braucht er doch gar nicht hinfahren, oder? Den schmeißt doch weg. Ach, das ist so komisch irgendwie. War das doch so richtig? Kommt hier Erz an? Nee, das war jetzt falsch. Nochmal, das ist der Halt hier. Und der kann. Ah, da kommen 108 Tonnen rein. Und wenn ich diesen Stopp nicht mache, dann fährt er da nicht hin. Alles klar. So, Wegpunkt. Nonstop fährt. So, fährt er wirklich jetzt da hin und her? Lädt er irgendwo aus oder nicht? Logistik ist doch damit verbunden. Dann würde das doch bedeuten, die können doch da direkt entnehmen. Warum brauche ich dann ein Fahrzeug? Irgendwas ist hier faul, ne? Also der macht immer wieder das hin und her, aber hier kommt nichts an. Das ist das Problem, oder? Der ist damit verbunden. Der ist aber auch damit verbunden. Warte mal, dann müssen wir das doch mal anders machen. Kann ich den denn entbinden? Nein, ich will das gar nicht so, ey. Dieses Scheiße hier will ich jetzt gar nicht sehen. So, wo ist das jetzt wieder? Ist er irgendwo anders hingesprungen? Da ist es. Also das funktioniert jetzt so nicht, wie ich das mir vorstelle. Das machen wir jetzt anders. Machen wir langsamer. Dieser Bahnhof ist verbunden mit ganz vielen Lagerhäusern. Das heißt, dieses hier reißen wir erstmal weg. Belegt durch Fahrzeug. Dieses Fahrzeug würde ich jetzt gerne auswählen, weil der kriegt jetzt eine andere Route. Beziehungsweise wir müssen jetzt erst ein Lagerhaus bauen. Ne, Lagerhäuser nicht, ein Depot brauche ich.
Straßendepot, Terminal. Dreh mal. Da ist er noch drinne dann. Passt. Dann kriegt er noch ein Lagerhaus dazu. Passt. Dieses Lagerhaus soll Kupfer laden. So, und dann brauchen wir dieses Fahrzeug jetzt. Ist logistisch hier irgendwas erklärt? Ja, das funktioniert nach da noch. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Das heißt, wir reißen das ab. Weg damit. So, und das ist das Fahrzeug, ne? Gut. Bearbeiten. Wir müssen eine neue Linie machen. Wo ist denn der jetzt? Da. Individuelle Route halt hinzufügen ist. Der laden und dann halt hinzufügen, der entladen. Speichern als Kupfererz, okay. Jetzt fährt er dafür, oder? So, diesen kann ich jetzt abreißen. Ja, der ist jetzt weg. Mehrere statt 6. Eisenteile zu Mehrere statt 6. Gut, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass wir diese Linien haben. Flotte ist es aber nicht. Wie kriege ich das jetzt weg? Flotte. Forschungsmanagement. Budget. Auf der Linie ist keiner, aber wo kann ich die Linie löschen, das ist die Frage. Sichtbarkeit. Tutorials, ne? Ja, ich glaube, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, wie eine Station da zu bauen, ne? Und jetzt kann ich nämlich hier rein und dann kann ich diese Linien aufrufen, oder? Vielleicht hätte ich es auch ohne machen können. Passt. Weg ist es. So, und er hat jetzt, nein, ich möchte es nicht abreißen. Er hat jetzt in einen LKW, der da jetzt schön hin und her fährt. Und das ist der. Und der kann jetzt hier nicht laden, weil hier Glas drin ist. Jetzt müssen wir hier noch schnell ein Lagerhaus bauen für Kupfererz. Jetzt müssen wir noch gucken, dass da auch ein Kupfererzzug hinfährt. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo der wegkommen sollte. Dann müssen wir das natürlich
Wo ist der Halt jetzt? Hier, ne? Ist das der Zug? Ja. Er ist auch gerade voll, das heißt, wir können ihn mal verfolgen. Fahren wir mal schneller. Gucken wir, ob der ankommt, oder? Dubiose Strecken, oder? Kommt, oder? Fährt an die richtige Stelle und entlädt jetzt hier. Ist auch leer. Ja, super, dass er da wieder entspringt. Das ist ein Blödsinn. Hier ist er hingefahren und hat dann in dieses Haus geliefert. Na ja. Die haben nix. Der hat nix. Wo ist jetzt der Wagen, den ich geordert hatte? Ne. Wer fährt jetzt hier Kupfererz? Hier fährt Stein. Was fährt der? Eisenerz. Was ist mit dem? Der fährt von da nach da. Das ist passend. Wo ist er denn? Ah, er hat gerade das Kupfer geholt. Jetzt haben wir es doch noch geschafft, das zu sehen, ne? So. Lass mal gerade schneller laufen, gucken, wo er hinfährt. Er scheint mir gerade ein bisschen skurril da, wo er lang fährt. So, und jetzt kriegen die endlich Kupfererz geliefert. Die Lieferung ist schrecklich. Ah, die fahren komische Wege hier, ne? Kann man das anders machen? Bestimmt. Hier müssen wir was ändern. Lass uns Straße bauen. Und zwar von hier unten. Geht das da hoch? Wohl nicht, oder? Nee, das sieht nicht gut aus. Hier geht's auch nicht runter. Ich glaube, das hat jetzt geklappt. Den nochmal verfolgen. Der ist jetzt da. Nein, will ich nicht abreißen. Ich will schneller machen. Jetzt müsste er eigentlich einen anderen Weg nehmen, ne? Okay, er nimmt zwar einen anderen Weg, aber es ist immer noch viel zu weit. Er fährt immer noch darum. Passt immer noch was nicht. Okay, das heißt, wir können jetzt hier. Achso, müssen wir auch anschließen dann, ne? Und diese Straße reißen wir weg. Nochmal verfolgen, jetzt müsste er ja anders fahren. Also noch nicht, aber gleich. So, liefert ab.
Fährt jetzt geradeaus. Ja, jetzt sieht das besser aus. Gut, aber wir machen erst hier einen Cut. Das läuft. Wir müssen nächstes Mal gucken, wo wir was machen noch. Wir haben bestimmt genug Stellen. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.